In diesem Video sprechen wir über den One Piece Live Action Trailer. Aber nicht nur das. Im Anschluss möchte ich auch auf einige Details eingehen, die mir während meiner Recherche zu dieser vermutlich kostenspieligsten Netflix-Produktion aller Zeiten aufgefallen sind. Wo wurde gedreht? Wer ist alles beteiligt? Und wie kam es erst zu dieser riesigen Produktion? Gleich mehr dazu, aber beginnen wir erstmal mit dem Trailer. Aus verschiedenen Gründen möchte ich von Anfang an sagen, dass meine Gefühle bezüglich des Trailers gemischt bis positiv sind. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, dass ich restlos begeistert war, aber ich sehe definitiv Potenzial. Diese Welt ist voller fleißiger und talentierter Menschen, daher wird es, solange das Casting seine Arbeit richtig macht, schon alles gut laufen. Es ist verständlich, dass die Darstellung der Welt von One Piece in der Live-Action-Adaption eine große Herausforderung darstellt und vor allem Sorgen hervorruft. Nämlich ganz egal, wie gut die Darsteller auch abliefern, sie sind sehr stark von der Umsetzung dieser Welt und ihrer Elemente abhängig, um eine authentische Atmosphäre einfangen zu können. Doch von dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich wirklich zuversichtlich. Wenn es jedoch auf ihre Kostüme ankommt, muss ich gestehen, dass ich zu Beginn des Trailers etwas skeptisch gewesen bin. Allerdings sehe ich definitiv Potenzial und je mehr ich gesehen habe, desto mehr hat es mich irgendwie überzeugt, besonders als Buggy auftauchte. Das war definitiv einer meiner Lieblingsmomente. Es war nur eine kurze Szene, aber ich liebe einfach sein Kostüm, die Performance, das Lachen und die Atmosphäre um ihn herum. Ich bin zu 100% dabei und freue mich darauf, mehr von ihm zu sehen. Aber selbst die normalen Charaktere wie Zorro und Nami sehen ziemlich unrealistisch aus. Diese Frisuren haben mich nicht gerade überzeugt, doch ich bin dankbar dafür, dass die Realverfilmung nicht den Ansatz eines natürlichen Looks verfolgt. Ich glaube, sie haben sich dafür entschieden, die Realität hinter sich zu lassen und One Piece seinen eigenen Raum zu schaffen. Das birgt auch ein gewisses Risiko, schon klar. Einige Menschen werden möglicherweise nicht damit zurechtkommen. Aber die Ursprünge von One Piece liegen genau in diesen Bereichen. Es gibt viele Leute, die dieser Serie keine Chance geben, weil der Zeichenstil als kindisch und abschreckend angesehen wird. In vielerlei Hinsicht scheint diese Serie diesem Zeichenstil treu zu bleiben. Aber die große Frage ist, ob der Inhalt stark genug sein wird, um den Stil wie in den Mangas tragen zu können. Wir bekommen tatsächlich auch etwas Inhalt in dem Trailer. Es gibt einige schauspielerische Leistungen zu sehen. Der Trailer konzentriert sich sehr stark auf Ruffy, mit einem Hauch von Zorro und Nami und ein wenig von Lysop und Sanji. Inaki als Ruffy gefällt mir ziemlich gut. Es ist nur sehr schwer, jemand anderes sagen zu hören, dass er König der Piraten werden wird, nach über einem Jahrzehnt, in dem ich es Tanaka sagen hören habe. In einem kürzlich von Netflix veröffentlichten Video haben wir das erste Treffen zwischen Inaki und Tanaka gesehen. Tanaka wird natürlich auch die japanische Synchronisation übernehmen und wie die meisten bereits wissen, wird auch das deutsche Synchronsprecherteam von One Piece diese Serie ins Deutsch übersetzen. Das hat mich auch sehr gefreut zu hören, denn an die englische Version werde ich mich nur schwer gewöhnen können, glaube ich zumindest. Basierend auf dem, was wir im Trailer gesehen haben, denke ich, dass Inaki den intensiven Optimismus verkörpert, den Ruffy ausstrahlt. Wenn ich mir den Live-Action-Ruffy anschaue, spüre ich dieses verlorene Abenteuer und das ist großartig. Mir gefällt auch die anfängliche Dynamik zwischen Ruffy und Zorro. Es scheint, als würde Mackenyu Zorro eine Art Gegenpart zu Ruffy darstellen, einen ziemlich ernsten und geradlinigen Charakter. Ich hoffe jedoch, dass sich das im Laufe der Staffel ändern wird, denn einer meiner Lieblingsdynamiken in der Serie ist die zwischen Ruffy und Zorro. Oftmals sind sie sich so ähnlich, dass man denken könnte, dass sie sich praktisch dieselben Gehirnzellen teilen. Es gab jedoch eine Stelle, die für mich nicht ganz natürlich für One Piece wirkte. Zumindest für mich war es etwas befremdlich, Ruffy sagen zu hören, ich spüre da ein wenig Spannung innerhalb meiner Crew. Das fühlt sich einfach nicht nach Ruffy an. Weißt du, was ich meine? Ruffy ist im Allgemeinen viel einfacher und geradliniger, doch dieser ist vielleicht sogar ein wenig zu clever für ihn. Aber wir sollten bedenken, dass es sein kann, dass es für diesen Ruffy richtig und wichtig ist und dass es im größeren Kontext der Show natürlicher wirken kann. Wir müssen der Realverfilmung die Möglichkeit geben, ihr eigenes Ding zu sein. Wenn sie nur eine Kopie von One Piece in Kostüm, Set und Dialog wäre, hätte es keinen Sinn. Ein solcher Dialog könnte diese Welt und ihre Charaktere für ein breiteres Publikum zugänglicher machen. Aber nun lass uns über eine große Sorge sprechen, die ich habe, und zwar die CGI. Im Trailer gibt es zwei große Momente mit CGI. Einer davon ist das Seeungeheuer in dieser Szene, in der auch der Hinterkopf von Shanks zu sehen ist. Ich muss sagen, dass ich davon schon ziemlich beeindruckt war. Mit CGI ist es definitiv einfacher, sich mit nichtmenschlichen Kreaturen abzufinden. Es gibt kein unheimliches Gefühl, da es sich um ein fiktives Seeungeheuer handelt und unsere Vorstellungskraft dieses fiktive Seeungeheuer nicht zu genau unter die Lupe nimmt. Bei Menschen hingegen habe ich festgestellt, dass es genau umgekehrt ist. Der Trailer endet mit der zweiten CGI-Szene, und zwar Ruffys Gum-Gum-Pistole. Bei dieser Szene hatte ich ein gemischtes Gefühl. Als ich es sah, musste ich ein wenig schmunzeln, weil die Faust ziemlich offensichtlich falsch aussieht. Und das trotz der Dunkelheit. Es ist interessant zu bemerken, dass der Kampf gegen Alvida hier bei Nacht stattfindet und das könnte beabsichtigt sein, um dem CGI etwas auszuhelfen. Es könnte natürlich auch für die Atmosphäre dieser Episode dienen, denn Dunkelheit erzeugt Dramatik. Aber noch einmal, der One Piece Manga ist bekannt für seinen einzigartigen Zeichenstil, den viele Leute entweder mögen oder nicht mögen. One Piece hat nie versucht, sich mit anderen Titeln innerhalb seines Mediums zu vermischen, sondern steht immer abseits. Das bringt mich dazu zu hinterfragen, inwieweit ich diese Live-Action-Serie nach anderen Live-Action-Standards beurteilen sollte. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich, dass es wichtig
ist, dem Projekt Raum zum Atmen zu geben und es seine eigene Identität entwickeln zu lassen. Wenn nämlich alles richtig ausbalanciert ist, glaube ich nicht, dass komisches CGI einen so großen Einfluss auf etwas wie dieses haben würde, im Vergleich zu anderen ernsteren Geschichten. Aber um ehrlich zu sein, selbst das wird schwierig sein. Ein Problem, das der One Piece Manga und Anime nicht haben, ist das Gefühl des Unheimlichen beim Betrachten oder Lesen. Wir können unsere Ungläubigkeit aussetzen, weil wir keine realen Menschen sehen. Aber bei echten Menschen werden wir diese visuellen Elemente viel genauer untersuchen, auch wenn es unbewusst geschieht. Dadurch könnten Dinge etwas seltsamer aussehen, als sie eigentlich sind. In diesem Teaser-Trailer haben wir keine der dramatischen Höhepunkte vom East Blue gesehen. Und es scheint, dass sie sich darauf konzentriert haben, die Essenz von One Piece in 90 Sekunden zu vermitteln. Ein romantisches, verrücktes Abenteuer, in dem eine Handvoll Kinder mit großen Träumen teilnehmen. Es gibt viele Rückblenden oder wichtige dramatische Gegenspieler wie Arlong, auf die ich wirklich sehr gespannt bin. Sogar geringere Gegenspieler wie Captain Kuro oder Don Krieg werden sehr entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg der ersten Staffel sein. Eine Sache, die ich im Trailer gefeiert habe, sind die kleinen lustigen Details, wie zum Beispiel Outfit-Änderungen der Charaktere, die auf Odas alternativen Outfit-Designs von Coverpages oder Farbseiten basieren. Was ich noch ziemlich cool fand, ist die eine Szene, die Zorro im Kampf gegen jemanden zeigt, den nur wenige erkennen werden. Aber ich bin mir fast zu 100% sicher, dass es sich um Mr. Seven von der Barockfirma handelt. Diesen hat nämlich Zorro vor seinem Treffen mit Ruffy getötet. Das ist eine ziemlich coole Idee und legt eine nette Saat für eine potenzielle zweite Staffel. Es scheint auch, dass Nami während des Kampfes gegen Morgan und seine Marines in Shelterhorn anwesend ist. Das ist ein großer Unterschied und ein Beispiel dafür, wie die Live-Action-Story Vereinfachungen vornehmen muss, um ganz East Blue in 8 Episoden unterzubringen. 8 Stunden für ganz East Blue sind einfach nicht genug Zeit und es wird wahrscheinlich einige Zusammenfassungen oder Auslassungen geben. Wir sehen auch das Schiff von Garp und einem Charakter, der ihm sehr ähnlich aussieht. Im Anime treffen wir ihn zum ersten Mal während der Gefangennahme von Captain Morgan und ich bin gespannt, wie sie ihn hier einbinden werden. Denn ich denke, es ist eine gute Idee, einen so bekannten Charakter wie Garp einzuführen. Grundsätzlich war dieser Teaser-Trailer ein wichtiger Schritt für das Live-Action-Projekt. Er entspricht vielleicht nicht meinen Vorstellungen oder euren, aber das Wichtigste ist, dass er nicht komplett gescheitert ist. Ich verstehe die Kritik, aber man muss auch bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt die meisten anderen Live-Action-Filme oder Serien bereits abgeschlossen sind. Ich habe das Potenzial gesehen, wie diese Charaktere in dieser Welt interagieren und ehrlich gesagt könnte es wirklich funktionieren. Wir haben zwar bisher nur einen 92-sekündigen Trailer gesehen, doch es gibt noch ein paar interessante Infos zur One Piece Live-Action-Adaption von Netflix, die ich für euch rausgesucht habe. Angefangen mit dem Drehort und dem Budget, dann sprechen wir über die Produzenten, den Cast und werfen einen kleinen Blick hinter die Entstehungsgeschichte von all dem. Wenn dir dieses Video bis hierhin gefallen hat, abonniere gerne diesen Kanal und aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Diese Live-Action-Serie wurde in den Cape Town Live-Studios in Kapstadt, Südafrika gedreht. Der südafrikanische Präsident besuchte das Set und hielt eine Rede über diese Produktion, in denen er betonte, dass es sich um die größte Netflix-Produktion handelt, die jemals in Afrika stattgefunden hat. Es wurde darauf hingewiesen, dass viele südafrikanischen Fachkräfte für die Crew eingestellt wurden. Die Dreharbeiten begannen im Februar 2022 und endeten im August desselben Jahres. Insgesamt dauerten sie rund 30 Wochen und die Covid-Pandemie hatte einen massiven Einfluss auf diese Produktion. Ursprünglich sollten sie im Jahr 2020 beginnen. Diese zusätzliche Zeit wurde natürlich vom Produktionsteam genutzt, um die vorhandenen Aspekte dieser Serie weiter zu verbessern. Über das genaue Budget der Live-Action-Produktion gibt es zwar keine offiziellen Informationen, aber es gibt einige Quellen, die einen Einblick in die Größenordnung des Budgets geben. Marty Adelstein, CEO von Tomorrow Studios, sagte nämlich, dass diese Produktion einen neuen Rekord für die höchsten Produktionskosten in der Geschichte des Fernsehdramas aufstellt. Könnte. Der weltweite Ruhm von One Piece rechtfertige den Umfang der Produktion. Das Budget der Serie scheint groß genug zu sein, um auch für kleinere Details mehr Geld ausgeben zu können, um diese Serie lebendiger wirken zu lassen. Bei den Produzenten und Regisseuren der One Piece Live-Action-Serie gibt es einige namhafte Persönlichkeiten mit Erfahrungen in der Branche. Doch zunächst einmal zu den drei hauptverantwortlichen Unternehmen. Netflix, Shueisha, das Unternehmen hinter der Shonen Jump und Tomorrow Studios. Letzteres könnte einigen von euch Sorgen bereiten, da sie auch für die Live-Action-Adaption von Cowboy Bebop verantwortlich waren, die, wie wir wissen, nicht so gut ankam. Aber nun zu den Personen, die für das Schreiben, die Regie und die Produktion der Serie verantwortlich sind. Es gibt insgesamt 23 Personen, die an der One Piece Live-Action-Serie arbeiten, aber ich werde hier nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Einer der Showrunner ist Matt Owens, der als Autor für Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage und die Defenders gearbeitet hat. Der andere Showrunner heißt Steven Maeda, der als Produzent und Autor an Lost, X-Files und CSI Miami gearbeitet hat. Dann ist da noch Josef Latka, der für seine Arbeit an Tokyo Vice und Narcos bekannt ist. Emma Sullivan, die an Silent Witness, Call the Midwife oder Dr. Who gearbeitet hat, rundet das Regie-Ensemble ab. Aber die wichtigste Person ist hier wohl Oda. Obwohl sein offizieller Titel für die Live-Action-Serie Executive Producer ist, ist er eher wie eine Art Supreme Executive Producer, da er sehr stark involviert ist. Jede Gliederung in jedem Drehbuch wird von Oda und seinem Team genehmigt und alles, was sie für notwendig erachten, wird dementsprechend angepasst.
gepasst. Was das Casting betrifft, wurde auch hier die Entscheidung von Oda getroffen. Nun lasst uns über einige Darsteller sprechen, auf die wir uns freuen können. An erster Stelle steht Inaki Godoy als Ruffy. Er hat am Anfang diesen Jahres auf Social Media verkündet, dass er sich auf eine 3-monatige Reise durch die Karibik begibt, in der er putzen, kochen und beim Navigieren des Schiffes zwischen den Inseln helfen konnte. Abgesehen davon habe ich ja eben schon erwähnt, dass er mich auf jeden Fall überzeugt hat mit dem, was wir bisher im Trailer gesehen haben. Chad McKenyu Arata spielt Zorro und obwohl wir bisher noch nicht das volle Ausmaß seiner Vorbereitung auf die Rolle kennen, haben wir diese Szene, von der ich eben schon sprach und das sieht schon verdammt sick aus. Außerdem hat er schon in verschiedenen Live-Action-Verfilmungen mitgespielt und scheint sehr viel Erfahrung mitzubringen für diese Rolle. Emily Rudd spielt Nami, Jacob Gibson spielt Lysop den Lügner und Tess Skyler spielt Sanji. Zwei große Enthüllungen aus dem Trailer sind, dass Lysop keine lange Nase haben wird und Sanji keine lockigen Augenbrauen. Aber beides finde ich in Ordnung. Die Augenbrauen hätten in dieser verrückten Welt vielleicht noch funktioniert. Es gibt definitiv seltsamere Dinge, die wir gesehen haben, aber ich denke, es ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, auf eine falsche Nase zu verzichten. Es gibt auch einige Nebencharaktere, die wir bereits gesehen haben, wie Jeff Ward als Buggy, Ilya Polina als Alvida oder Morgan Davies als Corby. Zu denen, die wir noch nicht gesehen haben, gehört Chefkoch Zeff zum Beispiel, der wird von Craig Fabres gespielt. Arlong wird von McKinley Belcher der Dritte gespielt, Peter Guerrilla ist Shanks, Vincent Reagan ist Garb, Colton Osorio ist der junge Ruffy, Steven Ward ist Mihawk, Adrian Scott als Helmeppo, Morgan Kitu als Lucky Roo und Lily Fisher als junge Nami. Dann gibt es da noch ein paar andere, doch diese Rollen fand ich optisch zumindest schon ziemlich gut besetzt. Nur bedenkt, dass sie bewusst keine allzu bekannten Schauspieler ausgewählt haben, da dies eine lange Serie ist und im Falle eines Erfolgs kann es schwierig sein, berühmte Schauspieler langfristig an Bord zu halten. Jamie Lee Curtis hat jedoch ihr Interesse an der Rolle von Kurea bekundet, falls es eine zweite Staffel geben wird. Und das hoffe ich inständig. Doch wie kam überhaupt die erste Staffel zustande? Die Entstehungsgeschichte dieser Live-Action-Adaption begann zwischen 2014 und 2015, als sich Tomorrow Studios die Rechte für die Produktion einer One Piece Live-Action-Serie sicherten. Der nächste Schritt bestand darin, ein Team zusammenzustellen, das auch Oda gefallen würde. Matt Owens traf sich im selben Zeitraum mit Oda in den Büros von Shonen Jump, um seine Idee für die Live-Action-Serie zu präsentieren. Zu dieser Zeit hatte Oda bereits zahlreiche Angebote erhalten und abgelehnt und am Ende des Treffens war er immer noch sehr misstrauisch. In Japan ist es jedoch üblich, sich nach geschäftlichen Meetings zum Abendessen zu treffen. Bei diesem Abendessen entschuldigte sich Oda bei Matt, falls er unhöflich oder harsch rübergekommen war. Aber er wollte, dass diejenigen, die die Serie adaptieren, verstehen, wie viel One Piece ihm bedeutet. Matt sagte, dass er am meisten an der Geschichte schätzt, wie jeder Schmerz und Tragödien in seinem Leben hat. Aber nicht das sei, was einen definiert. Was einen definiert ist, wie man diese Entscheidung nutzt, um sich zu motivieren. Und dass niemand allein damit sein müsse. Wenn man Menschen finde, die einen motivieren und unterstützen, habe man die stärkste Kraft der Welt. Abschließend sagte er, dass One Piece ihm auch sehr viel bedeute, weil er ehrlich gesagt glaube, dass es sein Leben gerettet hat. Oda streckte seine Hand über den Tisch und sagte ihm, dass er ihm zu 100% vertraue. Danach begann auch schon die Arbeit an der Realisierung der One Piece Live-Action-Serie. Abschließend möchte ich anmerken, dass je mehr ich über diese Adaption erfahren konnte, desto zuversichtlicher ich wurde. Deshalb wollte ich auch neben dem Trailer über ein paar Fakten sprechen. Denn wenn man all diese verschiedenen Dinge zusammenfügt, die wir wissen, ist es nur schwer zu glauben, dass sie scheitern werden. Und selbst wenn der Trailer mir meine Sorgen nicht ganz nehmen konnte, müssen wir Oda vertrauen. Er hat der Produktionscrew nämlich sein Vertrauen geschenkt und sie von Anfang an in die richtige Richtung geführt. Falls du wissen möchtest, wieso ich Oda so sehr vertraue, klick einfach aufs nächste Video. Aber egal wie es ausgeht, in weniger als 90 Tagen werden wir das endgültige Urteil über die Live-Action-Adaption von One Piece endlich fällen können. Bis dahin und thanks for watching.